Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen. Der Sky ist am Start, genauso wie der Xandura. Hallo. Hallo, boah, wie gelangweilt. Immer gelangweilt. Guild Wars 2, jetzt wieder zu zweit unterwegs. Yay. Vielleicht demnächst auch zu dritt. Oh mein Gott. Nein. Und ihr seht hier meine andere Figur gerade, die ich einfach so aus Spaß gespielt habe, auszusehen. Und daher wechseln wir wieder auf unsere Selaija. Und würde sagen, wir drücken jetzt Spielen. Wir sind in der schwarzen Zitadelle. Ich habe ja letztens alleine gespielt, jetzt hat er aufgeholt. Ich weiß nicht, ob er das auch aufgenommen hat, keine Ahnung. Aber er ist jetzt weiter als ich sogar. Das heißt, ich muss jetzt erstmal alleine ein bisschen Kampagne spielen. Er kann noch ein bisschen so die Gegend halt erforschen. Das heißt, je nachdem, was ihr jetzt lieber sehen wollt, könnt ihr zwischen den Kanälen hin und her switchen. Auf meinen seht ihr jetzt halt, dass ich jetzt erstmal die Geschichte fertig mache und dann gucken wir ein bisschen Gebiet nochmal, weil wir haben noch nicht alles entdeckt dort im Anfangsgebieten. Hier haben wir ein Kaninchen, was nie und nimmer solche Geräusche macht, aber auch egal. Und dann will ich jetzt mal kurz dahin, das dahin teleportieren, wo ich hin muss. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Kostet mich ja gar nichts. Ja, innerhalb eines bestimmten Bereiches kostet dich das nichts, was eigentlich sehr angenehm ist. Ja. Auf jeden Fall. Sonst wäre ich jetzt schon arm. Ich habe eben noch eine neue Waffe gekauft, weil meine alte war so schlecht. Und das ging einfach gar nicht. Und die neue, die ist auch Level 10 gewesen, einfach fast das Doppelte an Schaden. Ja, ich weiß auch nicht so ganz. Das ist echt komische Rangsystem, was da drin herrscht. Was ist das denn? Apropos, wir haben auch was Neues eingebaut. Das hier. Die Ego-Perspektive. Was zum Fick ist das? Okay. Was ist das denn für ein Vieh, Alter? Keine Ahnung. Gehört wahrscheinlich zu diesem Typen hier, ne? Hallo. Du bist... Alter, huch, wo ist er hin? Weg. Hat sie Luft ausgelöst? Nein. Zähmen? What? Wie, was soll ich zähmen? Hä? Dann ich will, F. Ich drücke, F. Ich kann es nicht zähmen. Junger Fahrmund, warum sagt er mir, dass ich zähmen kann? Der gehört doch jemanden. Bist du bescheuert? Warum kann ich den zähmen? Ist jetzt auch egal. Ist egal. Okay. Braucht er nicht mehr. Verarsche. Echt mal. Ich will lieber sowieso ein Flugtier haben. Falken oder eine Eule oder so. Den Endboss. Frag mich, gibt's hier einen Endboss? Wenn, muss es ja ein Drache sein. Er ist ja meistens in dem Spiel ein Drache. Ja, aber es geht ja hier um auch Drachen speziell. So, warte mal. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, ganz da hinten hin. 10 kostet das. Warte mal, war ich hier irgendwo in der Nähe noch nicht? Habe ich schon. Weil ich habe nämlich mit meinem Krieger, den ihr gesehen habt, mit der Nyra Hexdämon ein bisschen unterschiedliches gesehen. Ah, hier ist sie. Das habe ich zum Beispiel gefunden dort. So eine kleine Pharah-Schule hier. Das ist voll cool. Okay, und was macht diese Schule? Diese Welpen sind ein wahrer Flohzirkus. Wenn ich sie nur einen Moment aus den Augen lasse, puff, sind sie verschwunden. Oder töten irgendetwas. Es ist harte Arbeit, aber irgendwer muss sie ja machen. Ihre Eltern können sich glücklich schätzen, dass sie nur im ersten Jahr bei sich haben. Wenn sie noch schnurrende kleine Fellknäule sind. Sobald sie auch nur das geringste Problem bereiten, scheuchen sie schnell ins Pharah. Ist nicht die beste Zeit für sie, dem Pharah beizutreten? Natürlich, man muss den ersten kindlichen Instinkt zu töten sofort nutzen. Dann können der Primus und andere Ausbilder in Pharah ihnen beibringen, wie man das Töten vom einfachen Spiel in eine nützliche Fertigkeit verwandelt. Sie können wohl nicht immer Welpen bleiben. Wir sind für die Jungen verantwortlich. Sonst könnten sie einen Trupp bilden, sie einer Legion verpflichten und sich mit ihrer Lieblingswaffe anfreunden? Achso, wo sonst? Entschuldigung. So lange sie schon nicht auf der Straße herum. Bla bla bla. Und die Kinder haben ganz tolle, lustige Spiele. Möchtet ihr euch uns anschließen? Wir spielen gleich Töten oder Getötet werden. Wie lauten die Regeln? Lol. Die Regeln lauten Töten oder Getötet werden.
Also ist der Verlierer ein echter Verlierer? Nee, unser Pharao-Ausbilder geht in der Regel dazwischen, bevor das Spiel vorbei ist. Aber wenn wir alt genug sind und das Pharao verlassen, hält uns keiner mehr auf. Ihr werdet zu schnell erwachsen. Ich mag das Spiel, ich will das auch spielen. Ja, Villa, ihr geht besser einfach weiter oder mein Trupp und ich schneiden euch in mundgerechte Stücke. Wie hat euer Truppennamen? Wir ziehen Kehlen-Schlitz-Schneid-Schlag-Stich-Trupp in Betracht. Aber Kurt da drüben ist ein Fellfreund-Trupp. Er ist für Fellfreund-Trupp. Als wir das letzte Mitglied auswählen durften, war nur noch Kurt übrig. Vielleicht könnt ihr einen Kompromiss schließen. Es ist einfach wirklich süß, was die hier eingebaut haben. Hier haben wir Kurt. Als unser Pharao-Ausbilder sagte, dass wir heute im Freien lernen, hatte ich gehofft, wir würden die Pflanzenwelt beobachten. Aber wir trainieren nur das gleiche wie drin auch. Nahkampf. Warum schlagt ihr das eurem Primus nicht vor? Vielleicht waren Pharaos ja anders, als ihr ein Welpe wart. Aber wenn ich ein Lehrobjekt vorschlage, das nicht tödlich ist, würde man mich aus dem Pharao werfen und ich müsste wieder bei meinen Eltern leben. Für mich klingt das, als hätte sich der Pharao kein bisschen geändert. Einfach süß. Ich finde sowas einfach süß. Ja gut, ne? Okay, jetzt haben wir das, lange. Hier unten sind sie sich viel am Unterhalten. Ich, wie kann ich das mal kurz ein bisschen kleiner machen? So geht das gar nicht. Okay, geht gar nicht. Kann ich gar nicht. Okay, blenden wir es hier mal so ein bisschen aus. Oh, was haben wir denn hier? Ein Event? Beschützt die Waffenteile der Flammenlegion. Hast du dich für die Flammenlegion entschieden? Hä, das ist denn die Feuerflammenlegion? Hoppala. Entschuldigung. So, wir machen jetzt hier, komm, 9 Bronze-Dinger. Entschuldigung, ich habe noch nicht gefrühstückt. Apropos, Leute, ich weiß nicht, wann ich dieses Video hochlade hier, die erste Folge. Aber es ist ein mega dickes Gewinnspiel demnächst auf meinem Kanal zu sehen und zu erleben. Und es geht um mein dickes Blizzard-Gewinnspiel, kann ich jetzt schon soweit sagen. Was ihr demnächst dafür machen müsst und was genau zur Auswahl steht, wird halt dann in dem Video erzählt. Und es wird auf jeden Fall nächste Woche halt soweit, ja, preisgegeben, verkündigt und hast nicht gesehen. Nur damit ihr auch Bescheid wisst und ich mal ein bisschen Schleichwerbung dafür gemacht habe, ja, instant beitreten. Vergossenes Blut. So. Reingehen, Kontaktperson treffen. So. Oh, Wiedersequenz. Ich suche Bruder, die Flinke. Ich muss sofort mit ihr reden. Redet leise, verflucht. Ich bin Bruder und wenn diese Soldaten der Blutlegion uns zusammen sehen, wissen sie, dass etwas faul ist. Meuchelmörder der Flammenlegion sind als Eisenlegionäre verkleidet unterwegs hierher, um Centurio Zerpfote umzubringen. Wir müssen sie warnen. Centurio Zerpfote ist im Kommandeurszelt. Seht euch da einfach nach der bösartigsten Soldatin um. Und viel Glück bei dem Versuch, sie zu überzeugen. Ich gebe mein Bestes. Die ist auch eine... Die ist auch hier Gepard-mäßig, aber in grau. Okay, wir sollen nach der blutrünstigsten Kampfbestie suchen. Das also mich. Aber er hat gesagt, blutrünstigsten Kriegerin. Aber leider haben wir hier keinen Spiegel. Achso. So. Entschuldigung mal, ich müsste vielleicht... Infiltrator der Flaschenlegion, was ist das denn? Blut. Seid ihr Asche? Für mich stinkt ihr wie Asche. Für mich stinkt ihr wie Asche. Deine Mutter ist Asche. Yeah! Okay, wir müssen. Huch. Was ist denn jetzt los? Hilfe! Holy. Ist das ein... Ach so, die verfolgt uns. Von hinten. Ich werde gerade hier richtig genudelt.
Wie du so kennst. Wie sieht die denn aus? Die Unwüstengab von der Aschelegion schickt mich, um euch zu warnen. Meuchelmörder der Flammenlegion wollen euch umbringen. Ein Asche-Soldat in meinem Lager? Ah, Bruder, ich hatte schon vermutet, dass ihr eine von Torgas Spioninnen seid. Geht mir aus den Augen, alle beide. Wo ich euch sämtliche Zähne ziehe und mir ein Halsband daraus mache. Hört ihr mir überhaupt zu? Ich sagte, dass die Flammenlegion Uniform und Ausrüstung gestohlen hat, um sich als Eisen zu verkleiden. Sie kommen, um euch zu töten. Ich habe euch sehr wohl zugehört, aber ich bin keine Ascheflasche. Ich vergleiche mich nicht beim ersten Anzeichen von Gefahr wie eine aufgeschreckte Katze. Also sagt mir, was ihr Ziel ist. Krieg zwischen Blut und Eisen. Sie glauben, euer Tod könnte die Allianz zerbrechen lassen. Und sie bereiten einen gut geplanten Angriff vor. Ihr müsst bereit sein. Das bin ich immer. Bleibt in der Nähe, dann werdet ihr es erleben. Ich lasse euch sogar nach dem Kampf aufwischen. Ach, wie nett. Oh, habt ihr es kurz gesehen? Wenn nicht, spurt das mal zurück. Die hat sogar ganz kurz weggeguckt von ihr. Also unsere Figur hat ganz kurz vor dieser Dame weggeguckt. Das sah irgendwie voll cool aus. So ganz wehleidig, so kurz weggeguckt, so unter Angst. Und haben die angeguckt. Hast du Angst? Vor ihr, ja. Sie ist eine obere Soldatin. Wenn du sie tötest, wirst du obere Soldatin. Ach verdammt, jetzt bin ich an einem NPC vorbeigelaufen. Okay. Zeit auf die Jagd zu gehen. Feuerhagel! Hey, Mann. Oh, da kommen ja noch mehr. Eure Mütter stinken unter der Dusche. Puh. Und... Torpedofeuer! Du mach irgendwelche Attacken! Ich kann gar nicht sagen, ob er irgendwelche Attacken machen soll. Okay! Aua! Weiter noch weiter, du Affe! Okay! Feuerhagel Attack! Booyah! Oh, ich bin fast down! Ich auch! Dann sind wir ja schon zu zweit. Ja, ich glaube, du bist nicht so einen Berg runtergesprungen wie ich. Guck, ich habe eine Klebekiste aktiviert. Huch! Hinten geht's ja weiter. Hm. Okay, Feierabend, Attack. Boah, ich weiß gar nicht, wen ich wirklich alles treffe, Alter. Such. Bei mir sind zerbrochen. Teile. Geht gerade voll die Luzi-Arbeit an. Headshot. Voll ins Knie. Yeah. Knie. Was ist das? Was ist was? Was ist was? Gleich wird es üben. LOL! Was war denn jetzt mit Vrada Flinke Klinge los, Alter? Wie schnell ist die denn gerannt gerade? Wir sind aufgeschreckter Hering, Alter. Ist sie tot? Nee. Ja. Aber die ist gerade total merkwürdig gerannt. Boah, die haben sich ja richtig gut vorbereitet, Alter. Man soll ja nie unvorbereitet in den Krieg gehen, ne? Das weißt du. Ach ja, stimmt, da war ja was. Mann, baller doch endlich! Das nervt mich auch so ein bisschen. Das ist nicht so ein bisschen eigene Zielerfassung oder sowas. Das war, wenn er mit einem Gegner fertig ist, nicht einfach gleich den nächsten irgendwie herausfordert. Musst du deiner Figur Respekt beibringen? Ja, ich glaub's auch. Okay, Pfeilhagel irgendwie hier drauf, weil ich nicht weiß, was da alles Gegner ist und was nicht. Ich sehe nur, wie ich EPs bekomme. Ich weiß nicht mal, von welchem jetzt gerade. Alter, was ist da los hier? Wie viele wollen denn noch kommen? Na komm. Verdammt. Oh,
Boah, mit einem Schuss mache ich schon 137 Schaden, Alter. Nicht schlecht, ey. Huch. Ich bekomme irgendwie gerade gar nichts mit hier. Wer ist Gegner? Wer ist nix Gegner? Hau auf alle drauf. Irgendjemand wird schon sterben. Ja, aber ich darf ja nicht draufhauen. Ich bin ja Bogenschützin. So. Oh, geschafft. Wie du so kennst. Das war schwerer, als ich gedacht hatte. Ich bin gezwungen, Tribun Wüstengrab dankbar zu sein. Ob ich will oder nicht. Centurio, ich möchte erklären. Haltet die Klappe, Bruder. Wie lange wart ihr schon Torgas Marionette? Ihr seid eine Verräterin und Spionin. Ihr habt Glück, dass ich euch nicht gleich hier die Kehle durchschneide. Ich erkenne euch euren Rang in der Blutlegion ab. Ihr seid erledigt, Gladium. Jetzt verschwindet hier. Es tut mir leid, Bruder. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt vorhabt, aber ich habe eine Idee. Schließt euch meinem Trupp an. Ihr seid loyal genug, euch als Spionen zu erkennen zu geben, nur um einen Centurion nicht zu gefährden. Und das ist genau die Art Soldat, die ich brauche. Hey, ihr wart doch das Genie, das die Initiative ergriffen hat, um die Flammenlegion aufzuhalten. Es wäre mir eine Ehre, mich euch anzuschließen. Ausgezeichnet. Packt euren Kram, wir sehen uns dann in der Schwarzen Zitadelle. Oh, die sah voll fröhlich aus. Die hat sogar gelächelt. Ist das cool. Aber es ist doch schon ziemlich hinterhältig. Wir haben ihre Tarnung aufgegeben, dann wurde sie zum Gladium und haben gesagt, ey, komm, komm zu uns. Wir sind cool. Das ist eine miese, hinterhältige Taktik. Okay. Was brauchen wir? Wir haben jetzt den beschlagenen Wams mit Verteidigung 41, Vitalität plus 8, dann Präzision plus 8 und plus 8 Kraft. Dadurch, dass wir eh eigentlich eher immer außerhalb Kampf sind, also nie mittendrinne, brauchen wir echt Vitalität, glaube ich, gar nicht. Und Präzision. Präzision ist aber Erhöhung von Treffern, ne? Das ist schon wichtig als Bogenschütze. Okay. Also sprich, dann treffe ich besser oder sind die dann die Attacken stärker dadurch? Du triffst besser. Also so ist die Trefferchance. Also so ein kritischer Treffer ist erhöht und auf Distanzschüssen auch besser zu treffen. Wenn, ja, müsste eigentlich auch dabei sein. Ja, dann nehmen wir einmal hier, komm. Nehmen wir das einfach mal. Präzision erhöht. Duellantenwams. Ach, Präzision erhöht die kritische Trefferchance. Okay, ja gut, jetzt habe ich den geholt. Ja, ist aber trotzdem nicht schlecht als Bogenschütze. Ich bin gerade beim Schneiderlehrer. Ah, guck mal an, das sieht ja gar nicht mehr so schlecht aus, die Rüstung. Sehr schön. Dankeschön. Okay. Farben. Wir haben ja Haufen. Wir haben so ein bisschen Farbe hier. Scheiße, wir haben. Ich hab. Weil, wenn du hier eine Farbe freischaltest, schaltest du sie ja auch für die anderen Figuren frei, soweit ich weiß. Okay. Dumm ist nur, dass ich jetzt. Wie hier als auch bei meinem anderen Account beides Pastellzitrone genommen habe, anstatt eine andere Farbe zu nehmen. Ja, gut. Aber okay. Kann man nichts machen. So, ich kann. Ah, okay. Coolio. Mhm. Können wir so ein bisschen ändern. Ja, warum nicht? Können wir mal machen, ne? Mattstahl. Ja, das gefällt mir doch ganz gut. Machen wir es so. Ja. Boah, ich brauch so viele Sachen. Ich habe gerade den Schneiderberuf gelernt. Ja, habe ich auch. Ich habe Schneiderei und irgendwas anderes. Also alles, was mir als Weitläufer halt hilft. Brauchst du nicht Leder? Nee, das sieht... Ja, oder Leder halt, irgendwie sowas. Nee, das machen wir nicht. Machen wir so. Die Beine, gucken wir mal, wie wir diese Beine machen. Ich mache gerade hier alles so ein bisschen schwarz-gold. Okay.
ein bisschen hübscher aussieht hier. Ja, so lassen wir es erstmal. Achso, wir müssen natürlich auch dann. So und so. Oder lieber andersrum? Andersrum. Okay, er sagt andersrum. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich sag andersrum. Gut, machen wir so. Oh, scheiße, hätte ich das speichern müssen? Warte mal kurz. Scheiße, jetzt speichern müssen anscheinend. Gut, dann machen wir es nochmal kurz. Das hier. Das. So, wo muss ich jetzt lang? Da lang. Ja, ich mag gerade in der Stadt die ganzen komischen, was ist das denn? Aussichtspunkte. Ah, okay, ja. Jetzt muss ich auf Anwenden drücken, ne? Okay, hat mich nichts gekostet. Ja, das gefällt mir besser. Jetzt haben wir hier die Geschichte auch ein bisschen vorwärts gebracht. Der Anmarsch der Flammen. Meldet euch bei Tribune Wüstengrad an Treffpunkt. Da, soweit bist du auch, richtig? Ne, Geschwindigkeit und leise. Da, Jasmio, du hast gerade gesagt, du wärst da. Was ist denn das für ein Let's Play Together? So sind wir frei. Wir haben eh gleich die erste Folge rum. Ah. Lecker. Und ich war nur in der Stadt und hab ein bisschen Schnallerei gelernt und Aussichtspunkte erkundet. Dann würde ich sagen, huch, was ist denn da hinten? Was ist das denn für Leute? Kommandeur Grant Payne? Kommandeur, weg, Feuerblume. Warum werden mir die angezeigt? Vor allem, die rennen in ein Gebiet, wo ich noch nicht war. Männliche Namen. Ihr müsst ja mal sehen, Alter. So riesig ist die Welt und wir haben gerade mal diesen kleinen Pupsknotenplatz hier gefunden, ey. Na gut, was wollte ich sagen und nicht lügen? Ach, guck mal, da hinten habe ich noch einen Teleport. Typen-Ding nicht aktiviert. Das können wir mal schnell machen. Wir sind ja gerade in der Nähe. Schwarzbären gibt's hier auch. Verpiss dich, du Scheißvieh. Helf, Panema trainiert der Truppen. Keine Ahnung. Verpiss dich, Schwarzbär. Ich mach uns hier eine Eierschale, wenn es sein muss. 252 XP. So. So, jetzt kommt der letzte Aussichtspunkt für mich. Das heißt, wir teleportieren uns gerade mal für 10 Bronze-Dinger. Das viel zu teuer ist. Kupfer. Ja, Kupfer halt. Besser, besser. Deine. Mann, Alter, wieso hast du jetzt schon so. Wieso hast du wesentlich mehr in der Geschichte schon gespielt als ich? Weiß nicht, ich musste dich ja einholen, also habe ich die Geschichte ein bisschen gespielt. Du solltest mich einholen und nicht überholen. Ja gut, wir haben ja auch, unsere Geschichten sind ja auch ein bisschen anders. Okay, was ist das denn hier? Punkte, die ich noch nicht erforscht habe oder was? Das ist ja unmöglich, ich war doch hier schon mehrere Male. Ich freue mich, wenn wir Level 80 sind. Ich kann hier noch ein bisschen hinziehen. Ach, spätestens morgen haben wir Level 80. Ja, gib mir 10 Minuten. So, warum habe ich denn hier diesen Aussichts... diese Dinge noch nicht gesehen? Bist du bescheuert? Nein. Was ist denn hier? Hier ist das schon. Alter. Halt die Fresse, Alter.
Okay, gut, ja, ist jetzt auch egal. Keine Ahnung, warum das jetzt hier angezeigt wird, dann hätte ich das nicht. Hoppala. Jedenfalls sehe ich jetzt ein bisschen besser, weil der Sky dann nämlich sich auch einen neuen Bildschirm gekauft hat. Ja, er hat nicht nur Sachen fürs Gewinnspiel gekauft, wie blöd. Und auch, Nur ein Bildschirm. Nein, Bildschirm und ja, das mit was auch immer. Der Grafik siehst aber nur, auch nur du. Ja, aber ich sehe jetzt erstmal etwas besser. Oh, opala. Weil ich habe ja vorher, hatte ich ja nur einen Fernsehbildschirm und der hat die Schwarzkontraste so beschissen wiedergegeben, dass ich ab und zu mal einfach nur gegen eine Mauer gelaufen bin, weil ich nicht wusste, ob da jetzt eine Mauer ist oder nicht. Ach so. Und jetzt kann ich in Ruhe geradeaus rennen und gucken, wo was ist. Ja, wie soll ich da hochkommen? Spiel, willst du mich verarschen? Denk dran, es könnte auch unten drunter sein. Ja, habe ich auch schon gedacht, ich bin nicht runtergelaufen. Rumrührer, Gerhard Rumrührer, Traurührer. Seid ihr verheiratet? Bum bum, beide weg. Da ich wohl einen bunten Punkt erwischt. Ich habe 10 von 12 Portale, 5 von 7 Sehenswürdigkeiten und 0 von 12 Aussichtspunkten. Sharuna. So, 4 von 5 Aussichtspunkten. Lol, Grafikfehler, Grafikfehler. Ah, jetzt ist eins da, weil ich das wieder angeklickt habe. Also jetzt ist ein Grafik. Du riechst komisch. Jetzt sind sie alle da. Warum lassen wir alle Menschen in unserer Stadt? Weil ich auch ein Mensch bin, du blöd. Achso, ich bin ein Schar. Ich weiß nicht, ob du ein Mensch bist. So, wir können ja auch mal gerade in die Ego-Perspektive, damit wir mal sehen, wie das eigentlich so ist. Ein bisschen in die Ecke. Vielleicht treffen wir auszusehen mal unseren Kollegen. Ja, also ich bin irgendwo, keine Ahnung wo, auf der Welt. Hey, ach da, ja, okay. Also ich würde... So. Wie soll ich denn jetzt schon wieder da hochkommen, Was ist das denn? Dieses Spiel. Die leuchten aber ganz schön komisch. Naja. Weniger vom gelben Sand naschen. Vom gelben Sand? What the fuck? Gelben Schnee meinst du wohl? Nein, gelber Sand. Wieso gelber Sand? Weiß ich nicht. So, okay, ja gut, das ist natürlich... Ist mal was anderes. Pof, der Schlaflose. Ich bin über den Anblick von geschmolzenem Eisen nie hinweggekommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt, dieses Gefühl würde man nie wieder los. Arbeitet ihr hier? Leider nein, aber ich komme hier immer her, wenn ich frei habe. Hier kann ich mich entspannen. Es ist schön orange und warm hier. Ganz zu schweigen von den gelegentlichen Unfällen. Was betreibt denn nun die Schmelzgrube? Der Feuertrupp hat hier das Sagen, seit die Schmelzhütte gebaut wurde. Sie geben ihr Wissen über Metallurgie und Legierungsverfahren von Generation zu Generation weiter. Gut zu wissen, wir sehen uns. Wir können uns das ja natürlich auch gerade mal aus der Egos-Perspektive angucken. Da ist ein Grafikfehler. Ich habe mal geguckt, dass ich irgendwie die Grafik ein bisschen hochschrauben kann, aber dann würden die Fraps ordentlich in die Knie gehen, von 30 auf 20 runter. Allein wenn ich nur ein Ding aktiviere. Ist bei mir genauso. Und daher, ja, ist halt doof. Wir haben halt keinen NASA-PC. So, ja, Instanz betreten. Ich wollte eigentlich diese Folge eigentlich nur mit dir durch die Gegend laufen und die Welt noch ein bisschen erkunden, aber jetzt muss ich doch wieder viel Geschichte spielen. Doch, wollte ich. Nee, hier, ich mache ja gerade diesen Aussichtspunkt, den letzten, ne? Und das ist ein Parcours. Oh. Aber ein richtig ätzender Parcours. Huf, was ist das denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Was ist denn das? Ey, mal ganz ruhig hier bleiben, Freunde, ne? Freundchen. Was ist denn jetzt los? Warum? Videosequenz? Da ist unsere Beute. Genau wie Tribulus gesagt hat. Er weiß, wann ihr mit dem Schwanz wedelt, bevor ihr es tut. Ha! Wo ist Tribun Wüstengrab? Wie konntet ihr Fanatiker so tief in die Zitadelle eindringen? Ja, wie sie reingekommen sind, ist doch egal. Was zählt ist, wie sie wieder rauskommen. In handlichen Stückchen. Brimstone! Was hat denn ein Bluttribun hier zu suchen?
Tribulus sagte, das sei eine reine Operation der Asche-Legion. Tribulus hatte Unrecht. Zu den Waffen! Warte mal. Ist diese blöde Tante, die wir da hatten, eine Verräterin? Die wir als Chefin hatten? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich lese die Geschichte nie. Bist du bescheuert oder so? Wie doof ist das denn? Das heißt, ich gehöre gar nicht mehr zur Asche-Legion? Oder ist dieser Tribune Brimstone? Nee, Tribune Brimstone ist doch Flamme, oder nicht? Hier ist Flamme. Ah, nee, als Geisel. Trauerklinge hat Finger erwischt und ihn gefoltert, um Informationen über den Tribun zu bekommen. Boah, ich hab hier noch nicht alles entdeckt. Er foltert den Tribun, um aus ihr rauszuquetschen, was er kann. Ich weiß, dass Truppen der Flamme sich bei den Ruinen von Rin sammeln. Dorthin wurde sie gebracht und dorthin müssen wir gehen. Warten wir lieber, bis es dunkel ist. Bis dahin könnt ihr einen Stoßtrupp zur Verstärkung sammeln, Tribun. Wir schleichen uns im Schutz der Dunkelheit an, während ihr angreift. Gewagt, gefährlich und auch noch riskant. Das gefällt mir. Ich bin direkt hinter euch, sobald ich die Truppen beisammen habe, um euren Plan zu unterstützen. Viel Glück, Legionär. Und jetzt haben wir uns sogar noch ein bisschen gefreut. Okay, warte mal. Tribun Wüstengrab. Das war ja unsere Tante, die ja uns hier... ne? Warte kurz. Red Tribun Wüstengrab, genau, das war ja der Asche-Legion Dame, die uns hier anführt. Und Brimstone war der von Blutlegion. Und wer war jetzt Fenger? Wer war Fenger? Ich bin verwirrt. Trifft euch mit Zikaia in den Ruinen. Wer ist denn Zikaia? Ah, das ist so verwirrend. Wer war Fenger nochmal? Scheiße. So, rettet die Tribunen, Anmarsch der Flammen. Da bist du ja schon längst durch. Das heißt, ich muss das immer noch alleine machen. Sie denn hin? Bist du bescheuert? Also auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein neues Truppenmitglied bekommen, was ich mega cool finde. Uah! Was denn? Ach, Ruinen von Rin. Ah, da wo wir eben schon mal waren. Nein. Jawohl. Allein. Du warst da, nicht wir. Ich war mit meinen Zuschauern da. Ja, gut. Ja, instant betreten. Der Anmarsch der Flammen. Siehst du nicht schon wieder drüber? Oh, noch eine Videosequenz. Ich liebe die Videosequenzen, die sind cool. Sie benutzen ein magisches Amulett. Trauerklinges Stellvertreter hat es. Er treibt sich immer noch hier rum. Dann haben wir einen Plan. Den Offizier finden, ihn umbringen und sein Amulett benutzen. Geschwind und leise, Legionär. Gehen wir. Leute, wir sehen schon, wir haben schon 5 Minuten Überlänge. Daher bedanke ich mich erstmal für diese Folge zusehen. Ja, halt mal kurz die Klappe. Wir müssen jetzt also die Folge beenden, oder wir beenden jetzt die Folge und schaut alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss! Okay, er sagt kein Tschüss. Achso, ich muss auch was sagen.